Guten Tag zusammen, da bin ich wieder. Ich grüße Sie zur Veranstaltung Datenbanksysteme. Wir beginnen jetzt heute mit dem Kapitel 9, wo es ja um die Structured Query Language geht. Wir haben ja in der vergangenen Woche so diese mathematisch sauber definierten Abfragesprachen kennengelernt, also die Relation Algebra und die und das Relationenkalkül, ja gut, und dann noch so ein bisschen als Schwankerl dieses Query by Example. Und jetzt geht es um die Sprache, die sich so international als Standard durchgesetzt hat. Ich will hier nochmal so kurz die Zeitleiste auflegen. Vor langer, langer Zeit, also kurz nach dem Krieg quasi, 1970, hat Edgar Cott ein Paper geschrieben und veröffentlicht, A Relational Model for Large Shared Data Banks. Und ich hatte ja schon in der Einleitung gesagt, kein Mensch hatte es begriffen, oder sagen wir mal, die Bedeutung begriffen. Und es dauerte also mehrere Jahre, bis so die Community merkte, ah, das ist ja tatsächlich mal ein guter Ansatz. Vorher hatte ja man mit dem Netzwerkdatenmodell und mit dem hierarchischen Datenmodell relativ viel Kenntnisse benötigt vom Anwender, wie die Daten physikalisch organisiert sind und wie ich da letztendlich so hinnavigiere. Und das war ja jetzt bei Cott das erste Mal anders. Das war ja mehr so ein Wunschzettel. Man sagte einfach nur die Eigenschaft, was man haben wollte, und dann musste der SQL-Interpreter musste sich dahin arbeiten. So, es dauerte dann immerhin 5 Jahre, bis tatsächlich dann mal kommerziell diese Sprache zum Einsatz kam. Ja, die Firma IBM hat dann einen Formalismus angeboten, eine Syntax, die hieß SQL, ja, für, ich glaube, Sequential Query Language, und zwar innerhalb ihrer Modellreihe R. Dann kam 1977 die Firma Oracle, also Firma Oracle wurde gegründet. Und dann schließlich wurde 1979 so der erste Standard definiert, auch dann mit dem Namen SQL für Structured Query Language. Und danach gab es natürlich immer wieder so alle paar Jahre so neue Releases, ja, wo dann so der Feedback der User eingeflossen ist, und ein größerer Release war 1992, das nannte man dann auch SQL 2 oder auch SQL 92 oder auch SQL Doppelpunkt 1992. Und da sehen Sie ja, da ist also schon hier, da sind ja, liegen ja 13 Jahre zwischen. Das hat schon eine Weile gedauert, bis so man den Eindruck hatte, wir müssen das jetzt noch mal so ein bisschen nachjustieren. Ja, und diese Version ist SQL 2, also von 1992, das ist das, was wir auch im Wesentlichen hier benutzen. Natürlich sind jetzt in den verschiedenen Ausprägungen, also je nachdem, welche Firma jetzt diesen Standard umsetzt, ist es natürlich immer noch so ein bisschen anders. Also 1999 kam dann SQL 3 oder auch genannt SQL 99 oder SQL Doppelpunkt 1999, und da waren dann die objektorientierten Ideen eingebaut. Die werden wir ja dann am Ende der Veranstaltung nochmal separat kennenlernen. Also Sie sehen, eigentlich ist diese objektorientierte Idee schon seit Jahren am Markt, aber wenn Sie jetzt mal in einer Firma in Ibbenbüren für Ihren Chef eine Datenbank aufsetzen, dann werden Sie vermutlich keine objektorientierte Datenbank wählen, sondern Sie machen das wieder mit SQL 92 oder leichten Abwandlungen. 2003 nochmal ein großer Schritt, da kam dann XML dazu. Das werden wir in dieser Veranstaltung nochmal separat behandeln. XML ist so eine Sprache zur Definition von Sprachen. Ja, und eine Sprache ist ja wiederum einfach nur eine bestimmte Teilmenge eines Systems von Worten, die zulässig sind. Und mit XML können Sie jetzt sozusagen regeln, wie Ihre Syntax aussehen soll. Und diese Syntax verlangen Sie dann beispielsweise, wenn Sie ein Dokument erstellen oder wenn Sie von einer Datenbank eine Textversion exportieren, die Sie dann in eine andere Datenbank wieder importieren. Ja, und dieses Feature, diese Ankopplung, die ist also jetzt ja erst 2003 zu SQL hinzugestoßen.
2006 kam dann XQuery dazu. Das ist die Abfragesprache, die für XML entworfen wurde. Das heißt also, wenn Sie in einer XML-Datei ganz gezielt nach irgendwelchen Pattern suchen, also nach irgendwelchen Textbausteinen, die gewisse Eigenschaften erfüllen, oder die ganze XML-Datei ist ja so, hat ja eine Baumstruktur, das heißt also in dem XQuery brauchen Sie jetzt Formulierungsmöglichkeiten, wie Sie sagen, dass Sie zweiter Sohn, dann nach unten und dann soll der String mit einem A anfangen, also so eine Kombination zwischen Navigation im Baum plus Pattern Matching. Ja, das kam erst 2006 da rein, ja, da haben viele von Ihnen noch gar nicht studiert, also ganz brandneu. Und dann kam 2008 noch so ein paar, ja, ich würde eher sagen Banalitäten, aber das ist jetzt so der aktuelle letzte Stand von SQL. Ja? Und Sie sehen, wir beschäftigen uns eher mit was Uraltem, das aber offenbar jetzt so gesettelt ist und so gereift ist, dass man damit noch wunderbar arbeiten kann. Okay, es gibt jetzt eine Reihe von wahrscheinlich 2784 oder 85 Stück von relationalen Datenbanksystemen, wenn Sie sie jetzt konkret kaufen. Ja? Ich nenne hier einfach nur noch ein paar. Von IBM gibt es DB2, von IBM gibt es auch Informix, von Oracle, das nennt sich Database 11G. Von Microsoft gibt es Access, das werden wir auch noch mal kennenlernen. Ja, das ist ja eher so VisiVig, wo man mehr so klickt und nicht die Queries formuliert. Von Microsoft gibt es dann auch den SQL Server, das ist also dann der Rechner, gegen den die Queries gerichtet werden. Dann gibt es eine Reihe von Open Source Produkten, ja, die also von einer Community gepflegt werden, die da jetzt nicht immer sofort für bezahlt werden wollen, aber wenn Sie natürlich als Unternehmen eine Open Source Datenbank einrichten, dann müssen Sie natürlich auch mit Pflege und Wartung und Installationskosten rechnen, aber zumindest sind die deutlich preiswerter als die kommerziellen. Ja, also ein Klassiker ist Ingress, ein weiterer ist Postgres und eigentlich das beliebteste und bekannteste Open Source Datenbanksystem ist MySQL. Und wir haben in dieser Veranstaltung auch schon Postgres gehabt und wir haben einen SQL Server haben wir auch mal gehabt, ja, weil Microsoft einfach kam und sagte, wir schenken euch den hier, benutzt den doch mal. Dann haben wir das auch irgendwie ein Jahrgang durch benutzt. Und alle diese Systeme unterscheiden sich immer um so ein Epsilon, ja, und haben aber im Kern eben SQL. Ja, MySQL ist das, so steht es auf Wikipedia, das populärste Open-Source-Datenbanksystem. Gibt es für so ziemlich alles, für alle Plattformen, für Linux, für Windows, für macOS, auch auf den Smartphones gibt es das so in abgespeckten Versionen. Ich habe festgestellt, also MySQL wird 70.000 Mal am Tag gedownloadet. Das ist eigentlich schon ziemlich viel. Aber das Interessante ist, ich konnte nirgendwo eine Information finden, wie viele Installationen gibt es denn tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das zu schwer ist nachzuhalten. Ich hatte vor 5 Jahren oder so, da gab es mal 5 Millionen Installationen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, wahrscheinlich gibt es inzwischen mehr als 10. Ja, aber das ist anscheinend schwer herauszufinden oder wird irgendwie nicht verbreitet. MySQL, der Name hört My, das hört sich ja mehr so an, so das ist so mein Datenbanksystem, aber wenn die Folklore stimmt, dann ist der Name entstanden von der Tochter des Erfinders, Michael Videnius, der hatte nämlich, als seine Tochter geboren wurde, diese Tochter Mai genannt, oder vielleicht sprechen sie auch Mühe aus. Ja, und dann, weil er so begeistert war von seiner Datenbank und seiner Tochter, hat er dann gesagt, meine Datenbank soll MySQL heißen. Und er hatte da auch eine Firma gegründet, die hieß MySQL AB. Nachdem er da so eine Weile rumgewurschelt hat, hat dann diese Open Source Community das als Startpunkt, also und er hatte, ursprünglich hieß dieses Datenbanksystem MSQL
Und dann war die erste Version interessanterweise, die also dann auf den Markt kam, Version 3.2.1. Ja, das ist praktisch der Ausgangspunkt der ganzen MySQL-Historie, die erste Version mit dem Namen 3.2.1, 1994. So, und über die Jahre hinweg sind natürlich immer, also der Sprachumfang hat sich schon deutlich erweitert. Ja, insbesondere sind die jetzt haben jetzt aufgeschlossen mit den kommerziellen Systemen. Also viele Features, die kommerziellen Systeme hatten, ja, sowas wie View Trigger, Stored Procedures, hatte MySQL jahrelang nicht gehabt. Aber inzwischen ist das seit Version 5, also seit 2005 ist das auch dabei. Ja, eine View ist praktisch eine virtuelle Tabelle, von der Sie sagen, die soll sich aus anderen Tabellen zusammensetzen. Die wird also dann dynamisch, wird so eine virtuelle Tabelle erzeugt aus physikalisch vorhandenen, eigentlich ein sehr praktisches Feature. Das ist also erst in der Version 5 gekommen. Trigger sind so Mechanismen, dass sie der Datenbank sagen, also wenn in dieser Tabelle, wenn da jemand mal was einfügen will, dann mach bitte noch den folgenden Zusatzeffekt. Ja? Oder wenn da mal jemand reinguckt, dann möchte ich bitte sofort informiert werden. Wenn der User Erika Mustermann nachgucken will, wie groß ist das Gehalt von Willi Wacker, dann schick mir bitte eine Mail, damit ich dann irgendwie reagieren kann. Ja? Und Stored Procedures sind eben so kleine Algorithmen, die jetzt in einer etwas sonderbaren Sprache natürlich formuliert werden, aber das sind wie Programme, die sind aber eben in der Datenbank gespeichert. Ja? Und Sie können eben nicht nur jetzt durch solche Queries Daten abrufen und da reinspeichern, sondern Sie können die auch direkt algorithmisch verarbeiten, werden wir auch noch kennenlernen. So, 2008 hat dann Sun Microsystems gedacht, boah, das ist ja so ein tolles System, ja, und hat so einen großen Erfolg, jetzt kaufen wir mal einfach MySQL, ja, und legten dafür $1 Milliarde auf den Tisch. Das währte aber nicht lange, dann sagte Oracle, jetzt kaufen wir Sun, ja, das ist ja irgendwie immer so mit dem Kaufen, man weiß am Ende nicht mehr genau, wer eigentlich jetzt wen besitzt, ja, aber Oracle hat dann Sun gekauft und legte $7 Milliarden auf den Tisch und deswegen ist jetzt sozusagen, die Lizenz liegt bei Oracle, aber es ist eben Open Source, das heißt, Sie müssen für MySQL nichts bezahlen, sondern können es einfach runterladen. So, und die aktuelle Version, ja, letzte Woche wäre es ganz schrotig gewesen, am 5. Mai 2011, aber sie ist eben zufällig jetzt 5.5.11. Das ist die aktuelle Version von MySQL. So, MySQL wird in vielen Installationen im Zusammenhang mit einer LAMP-Installation zum Laufen gebracht. LAMP ist ja die Abkürzung für Linux, Apache, MySQL und PHP. Ja, das ist also, das wird auch von vielen Anbietern so als Package angeboten. Wenn Sie auf Ihrem Rechner also eine eigene Installation zur Welt bringen wollen, dann ist das oft so in der Kombination Linux mit dem Apache Webserver, ja, und so einem PHP-Interpreter. Das ist ja eine Skriptsprache, die auf dem Server läuft. Das heißt also, man kombiniert oft das Abfragen von Tabellen mit einer elementaren Verarbeitung, ja, indem da beispielsweise jetzt eine Grafik rausgebaut wird. Das passiert dann eben alles auf dem Server, alles formuliert in PHP oder Bibliotheken, die zu PHP passen. Und dann wird das Ganze zu einer HTML-Seite zusammengelötet und landet dann auf in dem Webbrowser von demjenigen, der eben die Query abgeschickt hat. Ja, das ist so eine gängige Kombination. So, wir haben ja für Sie eine MySQL-Datenbank hier aufgesetzt, oder besser gesagt, Friedhelm Hofmeier hat das gemacht, auf dem Rechner dbs.informatik. Und Sie werden ja, in dieser Woche machen Sie nur so Select-Statements, da können Sie sowieso einfach nichts kaputt machen und würden also an die eine vorhandene Datenbank gehen. Und nächste Woche sollen Sie ja auch mal inserten und deleten und updaten. Dann braucht natürlich jeder seine eigene. Und Sie können natürlich alles über die Query Language machen, indem Sie praktisch in so einem Art Textfenster eigentlich Ihre Kommandos absetzen.
Aber es gibt natürlich zu diesem MySQL-Datenbank auch immer so eine Admin-Oberfläche, wo Sie, ich will mal eben hier aufrufen,